kränker wir im Gehirn sind, ja, desto mehr Aluminium haben wir im Gehirn. Und das muss raus. Ja. Und der einfachste Weg oder der effektivste Weg, dank einer Neurologin in Lorach, Margarita Gris-Brisson, die in Harvard studiert hat, Neurologin, Harvard ganz hochgradig, oder hat damals von mir eine Vorlesung angehört, wo ich mich lustig gemacht habe über dieses Fußbad, in dem Leute ihre, das Ion, sogenannte Ionenfußbad, wo das Wasser braun wird, habe ich mich lustig gemacht. Und sie hat gesagt, Klinghardt, ich werde dir beweisen, dass du falsch liegst, oder? Und hat wirklich aus ihrer eigenen Tasche 40.000 Euro ausgegeben und hat Leute dieses Fußbad machen lassen und dann hinterher jeden Urin getestet für Tage nach Schwermetallen und gesehen, dass so zwischen Stunde 8 nach dem Fußbad und dem dritten Tag die Aluminiumausscheidung um das 600-fache erhöht ist gegenüber vorher. Und da hat es bei mir geschaltet und gesagt, das braucht jeder, oder? Und das ist bei mir in der Praxis heute die Heilmethode, für die ich in den USA am berühmtesten geworden bin. Ja? Das Fußbad, das Ionenfußbad.